In der Anfangsphase der Spiele BBU Salzburg gegen den Dornbirn Lions sind zunächst einmal die Salzburger am Ball. Immer noch die Salzburger. Schöne Aktion, versucht es mit einem schönen Wurf. Gut, immer noch die Salzburger. Und dieses Mal geht der Ball am Korb vorbei. Jetzt aber die Dornbirn Lions. Schöner Pass und der Ball ist im Korb. 2 Punkte für die Mannschaft der Dornbirn Lions. Jetzt aber die Salzburger. Schöner Versuch, sollten werfen und auch dieses Mal konnten die Spieler der BBU Salzburg den Ball im Korb der Dornbirner unterbringen. Jetzt aber die Dornbirner. Schöner Versuch und das war ein klarer 2-Punkte-Wurf. Der 2 Punkte einbringt. Die Salzburger am Ball. Immer noch die Salzburger. Klares Foul. Und der Versuch geht natürlich daneben. Spielstand auf jeden Fall nach dem ersten Viertel 9:18 aus Sicht der BBU Salzburg. Jetzt aber die BBU Salzburg am Ball. Versucht es über die linke Seite. Versucht es, der Ball geht nicht in den Korb, das wäre ein 3-Punkte-Wurf gewesen. Aber jetzt sind wieder die Dornbirner am Ball. Gelingt es den Dornbirnern, es besser zu machen? Immer noch außerhalb der 3-Punkte-Linie. Wenn ein erzielt wird, dann zählt er 3 Punkte. Immer noch die Dornbirner versuchen es. Bringt nichts ein. 22:31, der Halbzeitstand. Jetzt aber 2 Freiwürfe für die Basketballer der BBU Salzburg. Der erste war erfolgreich und auch der zweite werden wir sehen. Wirft auf und drin ist er. 2 weitere Punkte, der Spielstand, man sieht es im Hintergrund, 24:31. Jetzt aber wieder die Dornbirn Lions am Ball. Schöner Versuch. Wirft auch. Kein Korb. Der Ball geht auf jeden Fall ganz klar vorbei. Und es gibt Ballbesitz für Dornbirn. Immer noch die Dornbirn am Ball versuchen es. Dürfte auf jeden Fall ein 3-Punkte-Wurf sein. Jawohl, war klar außerhalb der 3-Punkte-Linie. Und letzten Endes können die Basketballer der BBU Salzburg gut mithalten. Und so ist auch das knappe Ergebnis von 61:67 zu erklären. Fazit, ein sehr gutes Spiel. Mit etwas mehr Glück wäre auch ins League-Training gewesen.